Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery und der Nebenquest Solo Fliegen. Wir haben im letzten Part Teil 2 beendet, nun machen wir mit 3 weiter. Du hilfst Herbert dabei, seine verschwundene Halskette zu suchen und findest dabei mehr über ihn heraus, was euch beide näher bringt. Wunderbar, denn da wir jetzt ihm gesagt haben, dass wir auf ihn stehen und Penny gesagt haben, dass wir auf ihn stehen, obwohl ich eigentlich nur meinte, dass ich ihn mag, im Sinne von... Ich mag ihn im Sinne von freundschaftlicher Gesinnung. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie wurden mir dann plötzlich Wörter in den Mund gelegt, die ich so gar nicht meinte. Aber gut, machen wir weiter im Text und gehen jetzt wahrscheinlich erstmal zu Talbot. Genau, wir sprechen als nächstes mit Talbot. Du wirst ein Nein als Antwort wahrscheinlich nicht akzeptieren. Wenn du also reden willst, dann findest du mich im Innenhof. Gut, dann mal los. So. Hallo Talbot, ich weiß von deiner Halskette. Gut. Du bist immer noch hier, Talbot. Ich weiß deine Besorgnis zu setzen, Valkyria, aber ich bin beschäftigt. Beschäftigt mit der Suche nach deiner Federhalskette? Wer hat dir das erzählt? Professor McGonagall, ein Vögelchen, das ist nicht wichtig. Ein Vögelchen. Ein Vögelchen hat es mir erzählt. Das habe ich wohl verdient. Du hast mehr als das verdient. Sei froh, dass du mit einer sarkastischen Bemerkung davon kommst. Jawohl, Madame. Was ich damit sagen will, ist, lass mich dir endlich helfen. Vielleicht hast du recht, Valkyria. Ich habe keinen Grund, dir nicht zu vertrauen. Außerdem habe ich die Halskette dadurch, dass ich es für mich behalten habe, auch nicht gefunden. In Ordnung, Valkyria. Ich nehme deine Hilfe an. Aber das bedeutet immer noch nicht, dass wir Freunde sind. Wenn Sie meinen. Trotzdem... Eine gute Entscheidung. Ich habe mich so langsam gefragt, warum dich der sprechende Hut nach Ravenclaw gesteckt hat. Haha. Diese Halskette scheint dir wirklich viel bedeutet zu haben, wenn dich ihr Verlust so aus der Bahn geworfen hat. Ich schätze, du hast eine Erklärung verdient. Die Halskette war ein Geschenk von meiner Mutter. Sie hat Ketten für mich und meinen Vater gemacht, bevor sie getötet wurden. Sie war ein Schwan-Animagus. Sie hat die Kette aus einer ihrer eigenen Federn gemacht. Oh Gott. Ja gut, dann kann ich es absolut nachvollziehen. Ich habe sonst nicht viele Dinge, die mich an sie erinnern. Tut mir leid, Talbot. Jetzt verstehe ich, warum du so aufgebracht bist. Es ist meine Schuld. Ich dachte, unter meinem Unhang wäre sie in Sicherheit, aber die Spange muss ich gelöst haben. Als ich es bemerkt hatte, war sie längst verschwunden. Ich habe es um die Eulerei, den verbotenen Wald, das Trainingsgelände und den Ravenclaw-Schlafsaal abgesucht, aber... Ohne Erfolg. Ich wollte gerade noch einmal im Innenhof nachsehen. Keine Sorge, Talbot. Wir werden deine Halskette finden. Lass uns die Gegend absuchen und sehen wir, was wir finden. Yay! Ich bin optimistisch. Wir haben wieder 3 Stunden Zeit für 5 Sterne. Und in der Zeit müssen wir die Kette suchen. Ich glaube nicht, dass wir sie finden werden. Ich sollte in allen Ecken nachsehen. Ich werde hier drüben nachsehen. Okay, wirklich viel kann man hier jetzt gerade nicht absuchen. Sie wird wohl kaum in den Brunnen gefallen sein, oder? Ich habe jede Menge Knuts gefunden, aber keine Halskette. Dann nimm die Knuts mit, davon kannst du dir was kaufen. Vielleicht liegt die Halskette unter etwas verborgen. Und wenn du hochfliegst und mit deinen Adleraugen guckst? Die Feder ist auffallend weiß. Du kannst sie nicht übersehen. Alles klar, gut. Dann suchen wir mal weiter. Gibt es in Hogwarts ein Fundbüro? Das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Du hättest meine Mutter als Schwan sehen sollen. Sie war wunderschön. Oh. War sein Papa eigentlich auch Animagus? Ich glaube, das Thema hatten wir schon. Ich glaube, ja, ne? Ben Cooper hat einmal versucht, mich mit Vogelsammeln zu füttern. Oh, süß. Er hat keine Angst vor ihm gehabt. Wow. Gut, ab hier wiederholt sich das, glaube ich, so einigermaßen. Genau. Dementsprechend mache ich an dieser Stelle einen Cut und dann hoffen wir mal, dass wir die Kette finden, denn das ist wirklich richtig, richtig bitter, dass er die verloren hat. Also, bis gleich. Wir haben den kompletten Innenhof abgesucht, inklusive des Brunnens. Meine Halskette ist nicht hier. Vielleicht sollten wir deine Schritte zurückverfolgen, Talbot. Erinnerst du dich noch an alle Orte, an denen du warst? Nicht sicher. Aber... Vermutlich in den Gewächshäusern von Kräuterkunde. Ich bin oft dort und kümmere mich um die Pflanzen. Dann werden wir dort als nächstes suchen. Okay, dann machen wir das. Ob wir die Kette da finden, ist natürlich fraglich.
als nächstes das Gewächshaus durchsuchen. Ich bin bereit, das Kräuterkunde-Gewächshaus zu durchsuchen. Treffen wir uns jetzt dort. Kein Problem, Talbot. Wir haben nur noch einen Tag und 4 Stunden Zeit, um diese Quest zu vollenden. Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir das hinkriegen. Deswegen ist auch gerade die Cam aus. Weil ich nämlich gerade im Pütschi hier sitze. Und das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Glaube ich. Und da sind wir auch schon. Niemand da. Perfekt. Okay, Talbot. Wenn deine Halskette hier ist, finden wir sie. Und wenn wir uns wortwörtlich die Hände schmutzig machen. Danke, Valkyria. Warum siehst du nicht zuerst in der Nähe der Flitterblume nach? Ich werde nachsehen, ob die Venemosa den Dracula wie in ihre Ranken bekommen hat. Wow, Talbot. Penny meinte, dass du Pflanzen magst, aber ich wusste nicht, dass du dich so sehr für Kräuterkunde interessierst. Davon weiß ich nicht viel. Ich habe nur einiges aufgesnappt, als ich meiner Mutter in ihrem Garten geholfen habe. Sie war Heilerin im St. Mungo-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Sie bestand darauf, dass ihre Hausmittel wirksamer waren, daher hatte sie immer alle möglichen seltsamen Pflanzen im Garten. Du hast die Begeisterung für Pflanzen also von ihr? Sie. Beim Gärtnern kann ich mich entspannen und Professor Sprout lässt mich in den Gewächshäusern aushelfen. Insbesondere zu dieser Jahreszeit, wenn ich mich ablenken muss von... Vergiss es. Ich habe schon genug über mich geredet. Jetzt nicht aufhören, ich habe diese Wirkung auf Leute. Wem sagst du das? Jetzt nicht aufhören. Machst du Witze? So viel hast du noch nie über dich geredet. Hör jetzt nicht auf. Ich muss zugeben, es tut gut, mit jemandem reden zu können, außer mit den Eulen in der Eulerei. Aber dafür haben wir später noch Zeit, wenn wir meine Halskette gefunden haben. Okay, schon verstanden. Lass uns nach der Halskette suchen. Schade, wir waren so kurz davor, ein bisschen mehr aus ihm herauszukitzeln. Wieder 5 Sterne in 3 Stunden. Es zieht sich hindurch, ob Talbots Halskette in einer dieser Blumentöpfe gefallen ist. Talbot sieht hier drin viel entspannter aus als sonst. Das macht die Umgebung. Grün entspannt. Und das ist wirklich keine Strafe dafür, dass ich dich vorhin nicht in Ruhe gelassen habe? Wie durchwühlen wir diese Pflanze, die sich bewegt? Egal was du tust, berühre auf keinen Fall die Mimbulus? Mimbulus was? Ich habe Gummisnacken gefunden, seltsamerweise aber keine Halskette. Okay, also gucken wir jetzt hier ein bisschen weiter. Mimbulus Mimbletonia. Okay, danke, dass du das nochmal wiederholst, weil ich es beim ersten Mal nicht verstanden habe. Ab hier wiederholt sich das Ganze. Ich setze also an dieser Stelle wie immer einen Cut und dann sehen wir uns in 3 Stunden wieder. Tja, das war dann wohl auch nicht so erfolgreich wie gedacht. Wir haben sämtliche Blumentöpfe und jeden Sack Erde ohne Erfolg abgesucht. Meine Halskette ist nicht hier. Denk nach, Talbot. Wo könnte deine Halskette sein? In der Bibliothek? Ich bin oft dort und schreibe. Ein Versuch ist es wert. Lass uns dort als nächstes hingehen. Er schreibt also gerne. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Gut. Bibliothek durchsuchen. Madame Pins ist abgelenkt. Schnell, lass uns jetzt die Bibliothek durchsuchen. Das machen wir doch glatt. Ich sehe es gerade ehrlich gesagt schon kommen, dass vielleicht irgendjemand seine Halskette geklaut hat. Vielleicht Merula oder so? Oder jemand, den wir gerade überhaupt nicht auf der Pfanne haben? Kiara? Ich frag mich immer noch, wer das ist. Okay. Ah, Tulip und Tonks sind da. Ich habe eine Theorie, dass Madame Pins keine Person ist, sondern der menschgewordene Wille der Bibliothek. Ist aber nur ein Gedanke. In Hogwarts ist alles möglich. Barnaby ist auch da. Madame Pins hat mich einmal zur Ruhe gerufen, weil ich zu laut gedacht hatte. Warum tust du sowas auch? Melden Sie sich, falls Sie eine verdächtige Krähe sehen. Nach Miss Tongs letzter Eskapade fehlt mir immer noch ein Wörterbuch. Okay... Tongs hat immer nur Mist im Kopf. So. Ich helfe dir gern bei der Suche, Talbot, aber die Bibliothek ist riesig. Sollen wir uns auf irgendeinen Ort konzentrieren? Die Poesieabteilung vielleicht. Dort halte ich mich oft auf.
Du liest gerne Poesie? Ich lese und schreibe. Vergiss, dass ich das gesagt habe. Du findest es bestimmt sonderbar, dass ich gerne Poesie schreibe. Es ist sonderbar. Einfach genial. Das klingt harmlos. Es ist genial. Ich liebe Poesie. Überhaupt nicht. Ich finde es super, dass du Poesie schreibst. Wirklich? Natürlich. Lässt du mich etwas davon lesen? Nicht in diesem Leben. Also, vielleicht später. Obwohl ich sagen muss, dass ich dich nicht für einen Schriftsteller gehalten habe. So weit würde ich nicht gehen. Ich gebe mir Mühe. Aber mein Vater war ein echter Autor. Er hat für den Tagespropheten geschrieben. Einmal hat er ein Gedicht von mir in die Zeitung geschmuggelt. Ich war 6 und es war furchtbar. Aber das war ihm egal. Er war stolz. Oh, ich mag ihn irgendwie immer mehr. Das klingt nach einem tollen Vater, Talbot. Ja, und? Ich weiß es zu schätzen, dass du mir von deinen Eltern erzählst, Talbot. Ich weiß, dass sie dir viel bedeuten. Warum hast du ihn denn jetzt unterbrochen? Er war gerade so im Redefluss. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du öffnest dich so langsam als ein Freund. Nur gut, dass du es besser weißt. Wie auch immer, die Bibliothek durchsucht sich nicht von allein. Lass uns anfangen. Okay. 3 Stunden, 5 Sterne. Es wiederholt sich. Okay, dann überlegen wir doch mal, wo das Ding sein könnte. Madame Pince würde die Kette nicht für Müll halten und wegwerfen, oder? Frag sie doch einfach. Wenn Madame Pinces Blick noch etwas kälter wäre, würde ich mir Erfrierungen holen. Nein, bitte nicht. Ist das eine Krähenfeder? Ja, wir suchen eine Schwanenfeder und keine Krähenfeder. Aber wir wissen ja, woher die Krähe kommt, nicht wahr, liebe Tongs? Ich habe sie gefunden! Warte, nein, das ist nur ein Federkiel. Wow, mach ihm doch nicht erst Hoffnung. Die Halskette könnte in irgendeinem dieser Bücher sein. Warum? Als Lesezeichen? Habe ich in diesem Bereich schon nachgesehen? Hol einfach alle Bücher raus. Hoffentlich lässt mich Talbot eines Tages etwas von seiner Poesie lesen. Nicht in diesem Leben. Soll ich unter F wie Feder oder unter H wie Halskette suchen? Ich glaube nicht, dass sie das Ding da irgendwo abgelegt haben. Du suchst den A bis M, ich nehme N bis Z. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob diese Suche erfolgreich sein wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Ich mache an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Bibliothek durchsucht haben. Kein Erfolg. Thorn wieder. Ich habe sogar Madame Pince gefragt. Zwischen 2, pst, meinte sie, dass sie die Kette nicht in der Bibliothek gesehen hat. So langsam gehen uns die Orte aus, an denen wir noch suchen können. Was das angeht... Talbot, ich weiß, dass hinter all deinem seltsamen Verhalten mehr als nur eine verlorene Halskette steckt. Professor McGonagall meinte, dass du schon niedergeschlagen warst, bevor du die Halskette verloren hast. Du hast mir viel über deine Eltern erzählt. Ist irgendetwas passiert? Seine Eltern sind tot? Das hat er doch schon mal gesagt. Vermisst du sie mehr als sonst? Nichts für ungut, Valkyria. Aber fürs Erste möchte ich mich darauf konzentrieren, meine Halskette zu finden. Ich verstehe. Und mach dir keine Sorgen über den nächsten Ort für die Suche, Talbot. Ich habe eine Idee, wo wir suchen können. Na dann schieß mal los. Wo geht's hin? Na? Das Klassenzimmer für Zauberkunst. Ich bin mir nicht sicher, warum wir das Klassenzimmer für Zauberkunst durchsuchen. Aber lass uns loslegen. Alles klar. Ich denke mal, dass ich da an der Stelle gleich nochmal einen Cut setzen werde. Wir gehen jetzt noch in das Klassenzimmer für Zauberkunst, werden dann noch den Dialog durchsehen und danach werde ich den Rest übers Handy spielen, da ich momentan wieder einige Probleme habe mit der Internetverbindung, wie ihr ja eben schon gesehen habt. Es ploppt halt immer mal wieder auf und dann kann ich für mehrere Minuten nichts machen. Warum das so ist, keine Ahnung. Unser Internetanbieter ist momentan mit uns auf Kriegsfuß. Ja. Ich denke mal, das wird jetzt auch dadurch verschlimmert, dass Vito halt parallel auch gerade was aufnimmt und dementsprechend auch im Internet ist.
Also kommt hier jetzt gerade nicht so viel an und deswegen ploppt das manchmal so auf und ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum wir jetzt nur den Dialog durchgehen. Aber wir sind angekommen im Klassenzimmer für Zauberkunst. Warum durchsuchen wir das Klassenzimmer für Zauberkunst? Hör zu, Professor Flitwick verwendet Federn, um Wingardium Leviosa in Zauberkunst zu unterrichten, oder nicht? Siehst du? Und deine Halskette ist aus einer Feder gemacht, richtig? Richtig. Ich dachte mir, vielleicht ist deine Halskette irgendwie in Professor Flitwicks Vorrat an Federn gelandet. Natürlich würdest du das. Aber du musst zugeben, dass es möglich ist, oder? Theoretisch ja. Dann lass uns nachsehen. Wir haben eine Menge Federn zu sortieren. Jetzt läuft es doch gerade. Also fangen wir dann doch hier schon mal an. Aber sobald jetzt ein Verbindungsfehler kommt, mache ich einen Cut und dann geht's weiter. Die hier ist irgendwie angekokelt. Hier unten ist nichts. Hier unten, sagte sie und nahm das Buch da oben. Wo bekommt Flitwick nur all die Federn her? Vielleicht sammelt er in seiner Freizeit gerne Federn. Wir könnten auch das ganze Klassenzimmer absuchen, wenn wir schon hier sind. Nicht nur die Federn. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob diese Idee genial oder total dämlich ist. Hey, komm, ein Versuch ist es wert, oder nicht? Ich habe meinen vermissten Federkey gefunden, aber keine Halskette. Gib uns Zeit, Herzchen. Das hier ist ja, glaube ich, die letzte Aufgabe. Eine schöne Feder, aber nicht meine. Oh, Entschuldigung, das war Herbert, der das gesagt hat, nicht ich. Du weißt doch, wie eine Spannenfeder aussieht, oder? Nee, die ist bestimmt schwarz, oder? Wehe, wenn irgendwelche Erstklässler meine Feder zum Explodieren gebracht haben. Oh, das wäre bitter. Das wäre richtig bitter. Es ist schön, Herbert lachen zu sehen. Wo lacht er denn? Der lacht kein Stück. Okay, machen wir an dieser Stelle einen Cut und bis gleich. Die Idee war gut, aber anscheinend ist meine Halskette auch nicht hier. Valkyria, was ist, wenn ich meine Halskette nie mehr finde? Das wird nicht passieren. Du hast immer noch die Erinnerung. Du wirst drüber hinwegkommen. Ah, Optimismus oder du hast immer noch die Erinnerung. Ich nehme mal das Zweite, weil ich möchte halt nichts versprechen, ne? Selbst wenn wir deine Halskette nicht finden, hast du immer noch die Erinnerung an deine Eltern. Mit der Halskette hast du nicht gleichzeitig die Verbindung zu ihnen verloren. So langsam verstehe ich, warum nicht deine Freunde immer um Rat fragen. Wer hätte gedacht, dass du so tiefsinnig sein kannst? Das ist ein Segen und ein Fluch gleichzeitig. Aber im Ernst, Valkyria, ich bin dir dankbar. Es ginge mir viel schlechter, wenn du nicht darauf bestanden hättest, deine Nase in meine Angelegenheiten zu stecken. Oh ja, Mensch, das bin ich. Gern geschehen, Herbert. Ich weiß, dass du es nicht leicht hast, aber es wäre schön, dich lachen zu sehen. Bist du nicht froh, dass ich mitgekommen bin? Nicht, wenn du dich damit aufspielst, wenn ich ja sage. Ich finde ihn so gut. Ach ja, hallo Verbindungsfehler, mal wieder. Aber ich muss zugeben, dass ich die Suche nach meiner Halskette mit dir mehr genossen habe als erwartet. Fast so, als wären wir Freunde, was? So weit würde ich nicht gehen. Na gut, aber ich werde dich schon noch erweichen. Wo sollen wir als nächstes suchen? Was das angeht, ich dachte mir, vielleicht gehen wir die Suche nach der Halskette falsch an. Was wollen Sie damit sagen? Es ist an der Zeit, dass wir unsere Animagus-Fähigkeiten zum Einsatz bringen. Oh yeah! Solofliegen Teil 3 abgeschlossen. Wunderbar, wir haben nur noch 16 Stunden Zeit. Huch, und es ist jetzt eigentlich Schlafenszeit für mich. Aber wir fangen jetzt trotzdem schon mal mit Teil 4 an. Deine Suche nach Herberts verschwundener Halskette beginnt, Früchte zu tragen. Aber wird dies überzeugend genug sein, damit Herbert dein Freundschaftsangebot annimmt? Gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Wir werden auf jeden Fall unsere Animagus-Fähigkeit einsetzen, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. Und was bei mir natürlich die Frage weckt, was ist mit den Leuten, die die Animagus-Fähigkeit noch nicht freigeschaltet haben? Kommt dann immer und immer wieder die Animagus-Quest bei denen auf, bis sie halt die Animagus-Fähigkeit geschafft haben? Oder wie läuft das? Huch! Wir sind teleportiert! Vielleicht sollten wir noch einmal auf dem Trainingsgelände suchen. Wir treffen uns dort. Kein Problem, dann durchsuchen wir jetzt das Trainingsgelände
und wir werden dabei unsere Fähigkeiten benutzen. Okay. Sieht so aus, als wären wir wieder allein. Ich hab dir doch gesagt, dass ich das Trainingsgelände schon abgesucht habe, Valkyria. Ja, aber hast du es in deiner Animagus-Form als Adler abgesucht? Nein. Du meinst, wir sollten unsere Animagus-Fähigkeiten einsetzen, um nach meiner Halskette zu suchen. Denk darüber nach. Als Tiere haben wir Fähigkeiten, die uns als Menschen fehlen. Richtig, vor allem wenn ich so an sein Adlerauge denke. Hallo, Assassin's Creed! Wir können unsere bessere Sicht als Vögel nutzen, um das Gras nach der Halskette abzusuchen. Gute Idee, Valkyria. Als Tiere haben wir bessere Chancen, meine Halskette aufzuspüren. Aber wir sollten uns unbemerkt verwandeln. Diese Magie ist nicht gerade subtil. Alle sind beim Mittagessen in der großen Halle. Heute gibt es Fleischpastete. Für Ablenkung ist also gesorgt. Außerdem habe ich mich umgesehen, ob jemand in der Nähe ist. Wir sollten also keine Überraschungsgäste bekommen. Dann lass uns keine Zeit vergeuden. Wir haben eine Menge vor. Ich bin überrascht. Ich war mir sicher, du wirst persönlich nachsehen wollen, ob jemand in der Nähe ist. Ich vertraue dir. Wenn du sagst, wir sind sicher, dann sind wir sicher. Das klingt wie etwas, das ein Freund zu einem anderen Freund sagen würde. Lass uns einfach verwandeln und mit der Suche anfangen. Wir müssen fertig werden, bevor uns jemand entdeckt. Okay. Flup. Flup. Oh, wie süß. Das ist so knuffig. 8 Stunden. Okay, wir haben 8 Stunden Zeit. Es ist jetzt eigentlich Nacht. Wir machen das jetzt einfach. Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen, trotz des Verbindungsfehlers. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem wir hoffentlich die Halskette gefunden haben. Oh, da passiert wieder was. Aber ich komme immer noch nicht rein. Doch, jetzt. Schwupp, schwupp, schwupp. Hallo. Kann ich hier irgendwas... Ui, ach wie süß. Schwupp, 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 schwupp. Ist Senu auch da? Da drüben ist etwas Weißes. Talbot sieht als Adler so erhaben aus. Ich finde eher, er sieht aus wie ein Falke. Ich sollte im hohen Gras suchen. Höher, ihr müsst höher fliegen. Ist das die Halskette? Nein, warte, es ist nur eine Schlange. Guten Hunger. Ich frage mich, ob Talbots Animagus-Form wegen seiner Mutter ein Vogel ist. Was war nochmal sein Vater? Der war doch auch einer, oder? Dort drüben ist etwas Weißes. Ja, aber es ist nur eine Schlange. Also, kurzer Cut. Und bis gleich. Hast du deine Halskette gefunden, Talbot? Nein, aber ich habe die kaputte Spange gefunden. Und du bist dir sicher, dass sie von deiner Halskette stammt? Ganz sicher. Ich habe sie so oft an- und wieder abgelegt, dass ich sie überall erkennen würde. Zeig mir, wo du sie gefunden hast. Vielleicht ist der Rest in der Nähe. Ich habe so nachgesehen. Außer der Spange habe ich nichts gefunden. Aber ich habe 2 verschiedene Fußabdrücke in der Nähe gefunden. Ich wusste es. Irgendjemand hat die Halskette genommen. Eine der Spuren war menschlich, aber die andere sah aus, als könnte sie von einer Katze stammen. Okay, also entweder Mrs. Norris oder aber Professor McGonagall. Eine Person und eine Katze? Ja, genau, okay. Das klingt nach Filch und Mrs. Norris. Du meinst, Filch hat meine Halskette. Warum? Er ist misstrauisch aus Rache beim Saubermachen. Er ist misstrauisch. Filch findet alles, was irgendwie interessant ist, total verdächtig. Wie ich ihn kenne, hat er sie bestimmt konfisziert, weil er dachte, ein Schüler hätte Unfug damit vor. Ich bin schon misstrauisch, aber Filch ist wirklich extrem. Egal aus welchem Grund. Ich hoffe, er hat sie in sein Büro gebracht. Dort sollten wir als nächstes hingehen. Ich werde meinen Alohomora-Zauber üben. Mach das mal. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir in das Büro von Filch einbrechen. Also, bis dahin, Schnitzelmama over and out und nicht vergessen, Nox!